Hallo und grüß euch, da ist wieder der Markus Burkhardt. Schön, dass ihr dabei seid. Bitte begleitet mich und geht mit mir eine kleine Runde durch eure Gärten. Ich habe mir gedacht, das passt wirklich super jetzt im Sommer. Wir besuchen drei wirklich schöne, lässige, coole Naturgärten von euch, von unseren Wegbegleitern. Ich hoffe, es passt für euch. Wir werden jetzt einen kurzen Einblick geben in die Wegbegleitertage, weil die haben wir jetzt gerade gehabt. Das war wirklich auch für uns ist das jedes Jahr natürlich das Highlight, weil da lernen wir ja einmal umgekehrt einen großen Teil von euch kennen. Und ja, es ist unglaublich, wir haben die 1000-Kilometer-Marke zur Anfahrt wieder einige Male geknackt. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Also danke fürs Kommen, war für uns richtig cool. Ich hoffe oder wir hoffen, dass für euch auch ein super schönes Erlebnis war. Und da geben wir euch jetzt ein paar Einblicke. Viele werden sich vielleicht an dieses Wochenende erinnern, die dabei waren. Wirklich super Einblick, finde ich, hat uns der Vierte gegeben. Der Vierte ist schon wirklich lange mit dabei und hat echt einen coolen... da geht es zu da drüben. Wir machen nämlich parallel, großes Deko-Tipps wird da drüben gerade gedreht. Muss der Vierte vielleicht auch lachen. Und der Vierte hat uns einen schönen Einblick in seinen Garten gegeben. Und das habe ich vergessen, das wollte ich eigentlich am Anfang erwähnen. Es ist ja so, dass in einem Naturgarten natürlich auch nicht immer alles nach Plan verläuft. Es gibt viele Sachen, die funktionieren und manche funktionieren halt mal nicht. Aber ich glaube, die allermeisten gemeinsam haben, am Schluss überwiegt doch die Freude über den Naturgarten. Und so ist es auch beim Vierte, ein paar wirklich schöne Elemente, die er uns da zeigt, was er schon alles umgesetzt hat. Blumenwiese, Teich, eine wirklich super gelungene Dachbegrünung, viel besser als meine. Du bist umgekehrt, du bist mein Vorbild, Vierte. Ich werde mich an deinem Garten in Zukunft orientieren. Und was genial ist, eine bepflanzte Kabeltrommel. Wie genial ist das? Wirklich eine schöne Idee. Natürlich Insektenhotels, jede Menge Insekten im Garten. Also wirklich ein Naturgarten mit vielen schönen Elementen, wo man sich richtig dran freuen kann. Danke für die super Zusammenfassung und für den Weg durch deinen Garten. Ja, lieber Markus, heute dreht sich alles um meinen Naturgarten, inspiriert natürlich von dir und wie sich der in Schäffau am Tennengebirge im schönen Salzburgland so gestaltet hat, das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich würde mal sagen, man darf sich nicht so viel erwarten, es ist noch einiges im Entstehen, einiges hat sich gut entwickelt und einiges funktioniert gar nicht, aber das ist die Herausforderung. Higher than the rest.
Als nächstes besuchen wir den Franz. Der Franz wohnt nicht weit weg von uns in der Nähe und ist auch schon ganz lang dabei. Also auch ein Wegbegleiter eigentlich der ersten Stunde. Und witzigerweise, jetzt muss ich noch einmal auf den Vierti zurückkommen. Der Vierti ist bei der Salzburg AG und der Vierti ist gleichzeitig mein Kameramann und Redakteur, wenn wir Filme machen für die Salzburg AG. Wir machen jetzt ja ein paar Filme für die Salzburg AG. Das ist voll cool und das hat sich eben so ergeben, dass der Vierti sozusagen unseren YouTube-Kanal schon kannte und so ist diese Zusammenarbeit entstanden und dann haben wir gemeinsam den Franz besucht mit der Salzburg AG und dürfen das Video ein bisschen gekürzt auch bei uns hernehmen. Danke an dieser Stelle und natürlich auch danke an den Franz, dass er sich die Zeit genommen hat, dass wir bei ihm daheim durch haben gehen dürfen. Und ich finde den Garten deshalb auch so gelungen, weil er irgendwie alles ausdrückt, was ein Naturgarten auch ist, nämlich nicht Perfektion. Der Franz sagt auch, viele Sachen taugen ihm voll, sind super gelungen, andere sind überhaupt nicht gelungen vielleicht. Aber im Großen und Ganzen taugt es ihm einfach voll, weil halt die Freude total überwiegt. Und beim Franz finde ich, ein dominierendes Element im Garten sind die Bäume. Also er hat viele Bäume, schafft durch das natürlich ein super Mikroklima. Und der Franz ist eigentlich aus einer komplett anderen Welt, möchte ich fast sagen, beruflich. Er ist in der Chemiebranche oder Pharmabranche tätig. Das heißt, hat mit Garten eigentlich gar nichts zu tun, mit Natur. Hat aber eben schon immer einen Garten gehabt. Und seit einigen Jahren ist er eben auf dem Naturgartentrip. Und was den Garten von Franz auszeichnet, ist die Dynamik. Der Franz ist immer sehr, sehr energiegeladen und grabt wieder mal irgendwelche Bereiche um. Er lässt auch sehr viel zu, also Bäume, die zufällig aufgehen, die lässt er einfach wachsen und groß werden. Und er hat einfach so eine Freude und eine Freude auch daran, wie sich die Dinge im Garten immer wieder verändern und in Bewegung sind. Franz, servus. Servus Markus, sehr gegrüßt. Sehr cool, dass wir heute durch dein Reich da spazieren dürfen. Gerne, gerne. Wenn es für dich okay ist, werden wir ein beinhartes Interview noch führen. Mal ein bisschen schauen, wie es da geht mit dem Naturgarten, oder? Ja, gern, gern. Ja, cool. Ja, bitte, marschieren wir. Sehr gut, dann gehen wir los. Legen wir los. Gehst du vor? Ja, gern. Ah, da hat sich was da. Ich sehe es schon. Sehr geil. Es wächst und gedeiht. Teilweise. Franz, meine erste Frage an dich. Du hast ja eigentlich, man sieht natürlich jetzt nicht mehr, wie der Garten früher ausgeschaut hat, aber erstens, wie lang machst du jetzt schon dieses Naturgartenprojekt und wie bist du auf das gekommen überhaupt, dass du deinen Garten ändern möchtest? Ja, auf das gekommen bin ich natürlich über dich und deinen wunderbaren Kanal. Ja, der hat mir die Augen geöffnet, dass Leben im Garten was Schönes, was Wichtiges ist und machen tue ich das Ganze seit 3 bis 4 Jahren. 3 bis 4 Jahre, also eigentlich in Wahrheit überhaupt noch nicht lang, aber trotzdem, wenn man reingeht, man hat sofort das Gefühl, hey, Wahnsinn, da ist die Natur daheim. Die Bäume machen also viel aus und die großen Sträucher. Ich glaube, das kann man ruhig sagen, du hast da hin und wieder den Luxus genehmigt, dass du einfach schon ein bisschen größere Sachen auch gesetzt hast, weil du nicht 10, 15 Jahre warten wolltest auch von den Gehölzen her. Genau, also wie gesagt, es gibt natürlich den ein oder anderen, den man sich dann mal gegönnt hat, aber zum Beispiel der da hinter uns, der wurde aus Stecken gesetzt, wenn man das so bezeichnen kann, 2019 im Frühjahr und jetzt hat er glaube ich 4 Meter. 4, 5 Meter. Ja, und das ist halt, du kriegst ein super Raumklima durch sowas zusammen. Aha, der erste Vogel schaut uns zu, das führt uns gleich zur nächsten Frage. Kommt dir selber vor, weil du kennst natürlich jetzt deinen Garten vorher, den du wahrscheinlich auch viele Jahre gehabt hast und du kennst den Garten jetzt, nach 3, 4 Jahren. Ist für dich selber oder auch für die Familie, merkt es, dass sie mehr tut, dass mehr Leben angezogen habt mit dem Garten? Ja, auf alle Fälle. Also es summt und brummt hinter uns. Die Vögel sind da, die unterstützen natürlich mit Nistkästen und doch auch beifüttern. Aber wir haben eine unglaubliche Vielzahl an Insekten und neuen Lebewesen im Garten, die wir jeden Tag neu entdecken. Ich glaube, Igel, gell? Habt ihr auch? Igel haben wir auch. Krebs. Schlangen, zur Freude. Wow.
Wahnsinn. Alla. Zu deiner Freude. Ja, ja, sehr, sehr. Bist kein Riesenschlangenfan, oder? Ein Riesenschlangenfan, aber sie dürfen natürlich das gehört dazu, ja, genau. Ich glaube, das Schöne ist, und das werden wir ich dann noch in Ruhe genehmigen, bei dir, dass so ein Mix ist. Du hast hohe Bereiche, wo die Wiesen hoch sind, es ist trotzdem gemäht, weil du hast da den Henrik, dass sich der da frei bewegen kann. Und selber will man ja auch durchgehen durch den Garten. Und es sind einfach viel Gehölze. Das macht ein super Mikroklima und ist halt ein Lebensraum. Sehr, sehr cool. Genau. Also wenn ich darf, Franz, werde ich jetzt eine kleine Runde durch euer Paradies hier drehen. Ich bin jetzt eine kleine Runde gegangen und habe mir einfach so zwei, drei Sachen überlegt, die mir auch besonders gut in dem Garten gefallen. Und eins davon sind die Bäume. Der Franz, wie er gesagt hat, hat gleich ein paar größere Bäume gesetzt. Muss man jetzt nicht machen, kann man natürlich machen. Und er lässt einfach viele andere Bäume auch wachsen. Es ist heute wirklich so, ganz, ganz viele Menschen haben Angst vor einem Baum. Der Baum macht Mist. Vielleicht gibt es einmal mit dem Nachbarn einen Konflikt und so weiter. Ich glaube, wir wissen es mittlerweile alle. Es wird nicht kühler, es wird immer wärmer. Und wenn man durch seinen Garten geht, dann merkt man, es hat einfach ein super Mikroklima. Es kühlt richtig, du gehst unter dem Baum auch angenehm. Und es stehen wirklich viele Bäume da im Garten und das stört überhaupt nicht. Es ist trotzdem so ein lichtes Schattenfeeling, hat ganz ein angenehmes, ja, ein Mikroklima. Sobald du auf die Straßen rausgehst, merkst, wie heiß das eigentlich ist. Und das macht, finde ich, richtig viel aus. Also das ist was, was einen Garten total auszeichnet, wenn man sich gern drin aufhält, weil es auch nicht zu heiß ist. Ein schöner Walnussbaum ist da. Da haben wir eine schöne Eiche, macht einen super Schatten. Da haben wir einen Kirchelbaum, ist auch cool. Da haben wir eine schöne Linden, ist auch schon ein großer Baum. Was da auch so nett ist, finde ich, ist dieses Spiel ein bisschen mit einer niedrigen Wiese oder nennen wir es von mir aus noch Rasen, die sich eh immer mehr in eine Wiese verwandelt und dann so mittelhohe Bereiche, hohe Bereiche, einfach, dass man ein bisschen am Platz hat, dass man sich bewegen kann, man will sich ja bewegen im Garten und trotzdem hat aber die Natur auch wieder das Recht, dass sie wachsen darf, dass sie höher werden darf. Und man sieht sofort, da sind wieder Tiere drinnen, das sind Verstecke und der Garten kriegt auch, er kriegt eine andere Raumtiefe. Wenn man mit diesen verschiedenen Schnitthöhen da ein bisschen das zulässt. Und es fällt natürlich dann jede Menge Material auch immer an in so einem Garten an Biomasse. Und das finde ich auch so super, weil da hat der Franz immer wieder ein paar so Häufen gemacht im Garten, wo sich zum Beispiel der Igel sehr, sehr wohl fühlt oder wo sich mal ein Frosch drunter verstecken kann. Super, das ist ein perfektes Versteck. Was auch so schön in dem Garten ist, man geht durch und immer wieder blühen irgendwo verschiedenste, in dem Fall auch viele heimische Pflanzen. Jetzt nicht nur, es ist jetzt nicht überstreng, es darf ruhig einmal irgendwas Exotisches auch dabei sein. Aber ich würde mal sagen, 70-80% sind heimische Pflanzen und hier zum Beispiel wunderbar gerade in der Blüte der Natternkopf. Allein wenn ich so schaue, was da jetzt gerade an Wildbienen und Hummeln, was sich da ein richtiges Gewimmel, was sich da abspielt, das ist sagenhaft und das geht ums Haus herum. Also er hat immer wieder irgendwo Bereiche, wo was blüht. Er hat auch viele wilde Sträucher hier, also heimische Wildsträucher. Durch das lockt man natürlich sehr, sehr viele Tiere in den Garten. Sie haben eine Nahrungsquelle. Gleichzeitig können die Vögel sie wieder versorgen, weil diese Tiere natürlich auch Vogelfutter sind oder deren Raupen. Und es schaut einfach schön aus und du kriegst eine Dynamik. Weil in dem Fall zum Beispiel der Natternkopf ist zweijährig, das heißt, der stirbt nach der Blüte, aber er sät sich dann wieder aus und meistens dort, wo es ihm gefällt. Ja,
ich habe die Runde jetzt da beim Franz wirklich sehr genossen. Was mir so extrem gut gefällt, der ganze Garten strahlt so eine gewisse Lässigkeit aus. Er ist leger, er folgt keinem genauen Plan. Die Natur darf einmal ein bisschen auch selber entscheiden, wo und wie sie denn sein will. Und das hat mir auch so gut gefallen. Das ist eigentlich so ein toter Bereich, das ist vorm Haus Richtung Straße. Also da direkt 2 Meter vor mir geht die Straße vorbei, da ist viel los im Sommer, da ist ein Freibad. Was macht man da? Und der Franz hat einfach einen Haufen Wildsträucher da gesetzt zur Straße, Sichtschutz. Und da, wo ich jetzt stehe, an der Hausmauer ein paar Remblerrosen. Und da wieder auch viele, viele Pflanzen, wo einfach die Insekten eine Freude haben. Man geht vielleicht nicht oft her, aber wenn man hergeht, ist es ein Genuss. Und man hat wirklich was fürs Leben gemacht. Die riechen, die Rosen. Ah. Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank. Mich auch. War fast ein bisschen kurz, aber ja, es war sehr, sehr schön, muss ich sagen. Wahnsinn. Schön, dass es euch gefällt. Franz, mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao. We live in a dream. Den letzten Einblick, den gewährt uns die Stefanie. Und die Stefanie war bei uns bei den Wegbegleitertagen zugegen. Oder ich muss vielleicht so ausdrücken, ihr lieber Mann, der Olli, hat die Weiden zu uns herfahren müssen mit der Stefanie und mit der Claudia und sogar mit den 2 Kindern im Gepäck. Und das war ganz lustig, auch für mich, weil der Olli hat es ein bisschen erzählt, dass egal, wann er nach Hause kommt, läuft Markus Burkhardt. Die ganze Zeit läuft Markus Burkhardt. Bei der Mama und bei der Stefanie. Armer Olli, wirklich. Ein kurzer, schöner Rundgang mit wirklich schönen, wunderbaren Elementen aus dem Naturgarten. Sie haben eine Aussaat schon gemacht mit Blumenwiese. Es gibt eine schöne Totholzhecke, es gibt Natursteinmauern. Es sind natürlich sehr, sehr viele Wildbienen und Hummeln im Garten, die man beobachten kann. Für diese Wildbienen sind auch so alte Hölzer, ich glaube es waren Eichenhölzer, aufgestellt, wo sie reinbohren können. Es gibt sogar ein Sandarium, ein wirklich sehr professionell gemachtes Sandarium. Also echt auch ein richtiges Naturparadies. An dieser Stelle nochmal danke für die Mühe mit dem Film, hat uns auch sehr gefreut.
Ja, ich hoffe, es war ein schöner Rundgang. Die, die mich nicht liken, müssen zumindest diesmal diese super Gärten liken, weil die waren wirklich cool und ich habe richtig eine Freude mit dem Material. Wir haben ja so viel liegen noch. Ich hoffe, dass wir das irgendwann ein bisschen noch mehr abarbeiten können, das ganze Material. Was mir natürlich auch immer freut, in manchen Gärten stehen ein paar Pflänzchen von uns und erfreuen hoffentlich euch bzw. eure Insekten, weil wir haben ja einen Shop bzw. eine kleine Gärtnerei, wo wir solche Pflanzen dann verschicken für Biene, Hummel, Schmetterling. Vielleicht freut es auch mal jemanden auf Insta reinschauen, auf meinen Insta-Account. So, ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles gesagt. Gell? Jetzt habe ich wirklich alles durch. Macht es gut. Pfiat euch. Danke wie immer fürs Dabeisein. Es war vielleicht nochmal eine andere Ausgabe, aber mir hat sie sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ihr euch auch wieder ein paar Inspirationen holt. Und das Schöne ist ja, finde ich, immer kleines Nachsätzchen, dass jeder Garten, weil ja jeder Garten irgendwo ein bisschen die Handschrift auch derer trägt, die dort zu Hause sind oder wohnen oder werken, jeder Garten ist anders. Und das macht es so interessant und so spannend. Und das ist aber auch so wichtig für die Vielfalt, dass man einfach das zulässt und jeder so ein bisschen seine eigene Sache machen kann. Und die Insekten und unsere Tiere gefreut es sowieso und gefreut es. Warte mal, jetzt muss ich nochmal nachdenken. Weiß. Maske. In euren Gärten. Nein, das klingt arsch, gefällt mir schon. Und hat man das angeschaut? Und nein, das ist alles schon wieder zu viel, Alina. Werterweise dürfen wir den Film jetzt auch bei uns ein bisschen gekürzt einbauen. Das stimmt nicht. Ich muss das anders machen. Mit dabei mit uns. Jetzt weiß ich nicht, ob man das mit. Wie bitte? Ich habe es gehört. Ich sitze hier 3 Meter weg. Ich auch nicht. Ich tue nur so, ich alles gerne. Okay, jetzt fangen wir an, oder?